Jo, meine Flüte und ahoi, meine lieben Landratten da draußen. So, es geht weiter im Kampf gegen die neunte Schwester. Es ist jetzt folgendes. Ich bin jetzt hier im Menü, einfach deswegen, weil ich jetzt Ansätze gemacht habe, um die neunte Schwester zu besiegen. Und ich war noch nie so weit wie jetzt. Und ich habe jetzt einfach gegen Ende einfach mal die Aufnahme angeschmissen, in der Hoffnung, dass es irgendwie uns noch gelingt. Wir haben, glaube ich, nur noch ein oder zwei Stims, aber sie ist schon echt ziemlich weit unten und oh Gott, betet mit mir zusammen, dass wir das irgendwie schaffen. Ey, bitte, 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 bitte und bitte, bitte. Oh, ah, das oh Gott. Hat wehgetan. Okay, Korrektur, wir haben gar keinen Stim. Ich kann warten. Ja, gut. Wir schwenden unsere Macht, wenn wir sie halt ins Leere schicken lassen. Wird es schwindelig? Oh Gott, bitte. Es lief doch so gut. Du hattest nie eine Chance. Ja, das merke ich schon. Will nicht dahin. Hi. Diesmal wird sich kein Zug retten. Das war gar nicht. Ja, das war aber schon einiges wert, finde ich. Wirf mir ein Stim zu. Oh, okay. Komm schon, 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 komm schon. Komm, komm, komm. Komm wieder her! Hilfst du mir mal, bitte? Das stimmt ja, den haben wir auch noch.
Ah, komm, 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 Der hat schon ein beschissenes Ausweichmanöver. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hilf mir bitte. Ich hätte auch Angst vor mir. Nee, 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 was kommt denn jetzt? Aber nein, 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 nein. Schwindlig? Ja, Gott, weg, 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 weg. Hilf mir bitte. Jetzt! Jetzt! Besieg sie! Komm, 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 ja! Es ist vorbei. Als Inquisitorin weiß ich, dass kein Rückschlag zu groß ist. Wenn du dich selbst verloren hast, dann ist dein Arm das Geringste. Weißt du, ich war auch ist das jetzt ein Witz? Jetzt schlag zu! Ich würde dich gerne anwerben. Und verbrechen wir den Rest von uns. Ist es Tom? Darauf folgt Isolation, Folter, Verstümmelung und deine Freunde! Von wem lässt du die Finger, verstanden? Niemand stoppt das Imperium! Aber dich schon! Komm schon, ja! Ja. Das war das Ende eines Inquisitors. Ganz sicher. Hey. Huhu. Okay. Dir geht's gut. Wir müssen zurück. Sie und Grease erwarten uns. Puh. Neunte Schwester besiegt. Ja. Neues Holocron. Mehrere Einträge. Der Fall der neunten Schwester. Auf dem Weg zum Ursprungsbaum trafen Cal und Biddy auf einem Schio-Vogel, nachdem er mit einem Jedi-Salto einen tödlichen Sturz verhindert hatte, ritten Cal und Biddy auf dem Schio nach oben. Dort erfuhren sie, dass Cadova hier vor Jahren ein Sepho-Astrolium entdeckt hatte und dass sich in einem Sepho-Grab auf Datomir ein weiteres befinden könnte. Als sie aufbrechen wollten, wurden sie von der neunten Schwester attackiert. Ein heftiger Kampf entbrannte, den Cal für sich entschied, indem er die neunte Schwester von einem Baum in die Tiefe stürzte. Der dankbare Schio-Vogel brachte Cal und Biddy daraufhin nach unten. Nun hoffen sie darauf, auf Datomir ein Astrium zu finden. So, wait. Ein Stück hier rauf ist auf jeden Fall noch irgendein Weg. Und hier zurück wäre theoretisch auch ein Weg. Gut, wir speichern jetzt hier einmal ganz kurz. Für Stims. Die brauchen wir nämlich gerade massivst. Puh. Was? Nee, nicht Fähigkeiten. Wir haben keine Fähigkeiten, oder? Haben wir Fähigkeiten? Wir haben einen Fähigkeitenpunkt. Krass. 2, 2, 2.
3, 3, 2, 2, 3, 2, 2. Okay, wir brauchen mehr. Also ich bin eben nur durchgegangen, wie viel Fähigkeitspunkte wir für welche Fähigkeit brauchen. So, ich vermute mal, wir sollen zwar da unten nach oben, auf dieser Seilrutsche. Macht's gut. So. So. Hier? Nee, noch ein Stück weiter nach unten. Der Sturmtruppler hat der jetzt überlegt? Nein, aua. Aha. Aua. Aha. Tariumsamen erhalten. Milchgras. Cool. So, ich will nur mal wissen, wo wir jetzt hier noch hingelangen. Ob das noch irgendwelche Kisten sind oder sonst was. Nein, um es mit Darth Vader das Wort zu sagen. Dieser Ort hat was Magisches. Er ist heilig für sie. Heilige Schattenlande. Eine heilige Stätte der Wookies. Ein Heiligtum. Eine der letzten vor dem Imperium sichernden Zonen. Bis jetzt. So. Und dann kam... Wie jetzt? Dann kam hier hinten nochmal irgendwas Riesiges oder was? Ist das jetzt ein Witz? Das ist der Weg zurück. So. Aber wir wurden doch hier hinten abgeliefert. Um weiter nach oben zu kommen, oder nicht? So, den nehmen wir nochmal eben mit hier. Mal wir jetzt hier auch. Das ist ja hinten eine Kiste. Guck mal, haben wir die euch damals schon mitgenommen? Weiß ich auch nicht. Und vielleicht müssen wir hier auch noch schwimmen.
Definitiv müssen wir hier schwimmen. Alter Falter. Was hier alles ist. Was hast du da? Frieden und Gerechtigkeit. Guter Scan, Betty. Panzerdruide der Handelsallianz. Der RNN-99 Vollstreckerpanzer wurde von der Handelsallianz für die Armee der Separatisten gebaut. Dank seiner zentralen Antriebskette war dieser volltauchfähige und mit verschiedenen Waffensystemen bestückte Amphibienpanzer in nahezu jedem Gelände manövrierfähig. Wo ist denn der? Ah, hier. Ach, die Dinger. Hier, das leuchtet hier so. Ach, das ist BG-1, der so ein bisschen durch die Gegend leuchtet. Mhm. Bei dieser Kiste waren wir nämlich auch noch nicht. Du musst das einfach wissen, stimmt's? Du musst es immer wissen. Was ist das, BD? Neues Lichtschwert, Material erhalten, Chrodium. Sehr schön. Chrodium, warum nur Chrodium? So, ist hier sonst noch irgendwas? Eine Höhle? Das hier leuchtet noch so hell, nö, ist aber auch nichts. Aha. Hey BD, was ist das? Was ist es, BD? Leidenschaft und Stärke. Goodie. Irgendwo hier über uns. Ich weiß nur nicht, wie ich da hinkomme. Das ist nicht zum Klettern geeignet. Hier kann ich ja keine Karte aufrufen. Nee. Warte mal, wo geht das? Bis wohin geht das Seil? Ist da so, ne? Komme ich da irgendwie wieder rauf? Nur hier ist auch nichts, ne? Okay. So. Guck mal, da kann man doch garantiert hier irgendwie. So. Die Frage, wo ist denn jetzt unser Ziel? Unser Ziel ist hier hinten. Da kommen wir hin zurück. Das Problem war, wir waren vorhin hier. Das ist, glaube ich, dieser Spinnenraum gewesen, ne? Ja, genau. Hier haben wir regeneriert. Hier waren die Spinnen. Hier geht es auch noch irgendwo hin. Das haben wir aber alles noch nicht erkundet. Aber das soll... Nein! Das soll jetzt auch gar nicht unser Ziel sein, ja. So, das heißt, wir sind schon auf dem richtigen Weg irgendwie wieder zurück. Yeehaw! Oh Gott, die One läuft nicht heiß, ja? Feind geortet! Ja! Und noch einen Fähigkeitspunkt erhalten.
Sehr nah. So kommen wir zurück, ne? Oder? Ist das echt der einfachste Weg zurück? Jesus. Ah, ne, hier ist eine Abkürzung. Hier kann man abkürzen, okay. Ich weiß nur noch, was hier war. Okay. Wisst ihr was? YOLO, ich renne. So gut zu mich renne. Come on. So. Ich weiß, dass du da oben bist. Auf dem Weg. Treff ihn endlich. Oh Mann. Ich sehe dich, Jedi. Du hast nur Glück. Ja, ja. Du wirst nicht entkommen. Der Sieg ist sicher. Du kannst nicht fliehen. Ey, Mann. Du kannst nicht gewinnen. Ich meckert schon, eigentlich macht er auch gar keine Angriffe mehr. Was ist jetzt los mit dir, Kerl? Eben hast du nicht so super reagiert und jetzt auf einmal machst du hier so einen Blödsinn. Ich werde nicht weichen. Jetzt, Biddy. Hilfst du mir mal, Biddy? Ich werde dich besiegen. Stell dich. Alter, jetzt. Deine Fähigkeiten sind nicht ausreichend. Ja. Moment. Ah. Die da oben umgehen wir mal. Der Lift geht so lange hier runter, oder? Mein Geräusch ist ja da. Ja, so. Aufwärts. Oh Gott, der ist ja ein bisschen zögerlich, der Lift hier. Ein bisschen spärlich beleuchtet, finde ich, ne? Da oben flackert. Ach, das Flackern hatten wir damals schon. Ich glaube, ich habe was gehört. Die sind verloren. Oh nein. Ich glaube, jetzt ist er wütend. Ah, okay. Ich bin raus. Bitte, stimmt zu mir. Nur mal ganz kurz zur Sicherheit.
Ich krieg ihn. Der kommt zurück. Ah, da ist ja noch einer. Hallöchen. Ach, guck mal, du kannst ihn sogar standhalten. Die Sache zu beenden. Hoppla. Kannst du mir helfen, BD? Wo bist du denn? Okay, warte mal. Ich wusste, dass du da reinspringst. Oh, du hast was gefunden. Kopfgeldjäger. Zu viel, was? Kann ich mir vorstellen. Ja, hallo? Oh, du gehörst mir. Geht denn nicht weiter? Kerl? Hast du Angst, Jedi? Na. Wir müssen ein perfekteres Timing irgendwie abpassen. Hallo? BD? Danke sehr. Ja. Dieses Ding muss überladen werden. Gott, wie lange braucht der zum Anhalten? Ja, perfekt. Das sieht gut aus. Damit kann ich leben. Ist das hier echt der richtige Weg zurück zum Schiff? Ja, irgendwie schon, ne? Hier durch, darauf. Ja, es sieht nicht so falsch aus. Oh, warte mal. Wo komme ich denn hier hin? Interessant, interessant. Abkürzung freigeschaltet. Eine Nahkampfdroidensteuereinheit. Denkst du auch, was ich denke? Moment, eine was? Was es nicht alles gibt. Was hat ein BD-1 jetzt noch für ein geiles Feature? Hacken-Sicherheitsdroide. BD-1 kann beschädigte Sicherheitsdroiden der KX-Modellreihe hacken. Oh, das sind die Dinger aus Rogue One, die großen Fetten. Das ist immer geil. Hacke Sicherheitsdroiden, solange sie betäubt sind. Okay, Abkürzung freigeschaltet. Wir könnten jetzt hier durch. Und dann kommen wir mit dieser komischen riesen Gondel da vorne an. Klingt nach unserem Ziel. Könnten auch hier durch. Dann gehen wir hier hinten. Auch irgendwie zu unserem Ziel, aber da ist halt nichts mehr. Da waren wir überall schon. Dann nehmen wir doch den Lift. Hm.
letzten Mal waren hier Kopfgeldjäger. Ich bin vorsichtig. Sechs von sechs Truhen. Ein Geheimnis ist hier irgendwie komischerweise noch. Das haben wir aber schon alles hier. Geheimnis, Geheimnis, wo bist du, Geheimnis? Weiß man nicht so genau. Egal. So. Ich nehme jetzt den Lift da vorne zur Mantis. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, liebe Freunde, wenn wir oben angekommen sind. Ich bedanke mich wie immer fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, nicht vergessen, kommentieren, abonnieren und liken. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und dann macht's gut. Hol, hol. Moss, moss.